Salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Samstag, der 7. März und wir haben 17.40 Uhr. In diesem Clip geht es um den DAX, der Händler liebstes Kind. Am Mittwoch hatten wir ein Webinar, da habe ich das ein oder andere gesagt, zusammen mit der Börse Frankfurt, mit der von mir sehr geschätzten Edda Vogt. War sehr, sehr gut besucht, hat mir viel Spaß gemacht. Die meisten Werte haben wir einigermaßen okay gesehen, manche natürlich nicht. Es ist ein extremst schwieriges Umfeld, muss man wirklich so sagen. Aber fangen wir mal an. Vor euch liegt der DAX, eine Kerze, eine Woche. Und ich mache das hier mal ein bisschen größer, dass ihr das besser seht. Mir geht es jetzt mal um Folgendes. Die Bänder gehen nach wie vor auf beiden Seiten, nach oben und nach unten. Und was für einen Halbstundenchart gilt, gilt für einen Wochenchart genauso. Wenn die Bänder aufgehen und noch im Begriff sind aufzugehen, ist das Momentum dieser Bewegung immer noch nicht fertig. Ich meine, das sind Hammerwochen. Ja, ich kann das Wort Corona schon fast nicht mehr hören. Ich habe manchmal, gewinne ich den Eindruck, dass Firmen, wenn sie eh schon schlechte Zahlen hatten, Corona auch als Ausrede dafür benutzen. Das ist mir bei Microsoft aufgefallen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Da war Corona nur ganz kurz dabei und auf einmal sagt, ja, wegen Corona haben wir hier Verluste. Mag ich nicht. Es gibt manche Werte, die verlieren zu Recht und verlieren auch zu Recht sehr viel. Schauen Sie mal, eine TUI, 50% in 2 Wochen. Aber auch das hatten wir beim Webinar, ja, die haben Schiffe. Dann haben sie noch das Problem mit dem 737, ja. Also wenn du kein Glück hast, dann kommt Pech hinzu. Ich habe eine Lufthansa, 32%, das kann ich voll und ganz verstehen. 7.000 Flüge für den März abgesagt. Bis sie das wieder reinholen, da vergehen wir Zeit. Ja. Airbus, 30%, kann ich auch verstehen. Was ich nicht begreifen kann, sind so Werte wie Commerzbank, fast 40%, das ist zu viel. Vor 10 Tagen noch gekauft, als gäbe es keinen Morgen mehr, hoch bis 6,80. Und auf einmal sind sie bei 4,20. Das ist zu viel. Das heißt, hier ist sehr viel Ungereimtheit und sehr viel Angst auch dabei. Ich meine zu sehen, dass die Immobilienwerte insgesamt ganz gut sind. Die haben auch damit nicht allzu viel zu tun mit Corona. Die sind international recht gut. Ich finde die Bewegungen nach unten gerichtet zu, also ich bleibe bei dem Beispiel von Commerzbank, zu hart. Das haben die so nicht verdient. Mir ist völlig klar, dass die Kreditausfälle haben werden. Aber ich habe es auch im Webinar gesagt, da steht dann der Staat irgendwann dahinter. Eine SAP darf auch noch locker, das sind sie bei 107, auf 105 fallen. Ja. Eine Allianz ist schon in der Zielzone, eine Siemens ist in der Zielzone. Eine Continental so brutal abzustrafen, ja, das waren ja 20 Euro, das ist viel. Egal wie, Sie müssen hier täglich damit rechnen, dass alle Indizes auch locker mal 5-10% in 2 Tagen wieder zulegen können. Das ist für mich ist das ja eine beispiellose, konzertierte, internationale Hirnakrobatik. Das ist ja nicht irgendwie ein dritte Weltland, wo man nichts holen kann, sondern hier ist jetzt, da ist China dabei, da ist Amerika dabei und auf einmal werden sich bewusst, dass man könnte ja vielleicht zusammenarbeiten. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele, ganz, ganz schlaue Köpfe dabei. Ich rechne eigentlich schon innerhalb der nächsten 1 bis 2 Wochen damit, dass irgendeiner die Hand hebt und sagt, ich glaube, ich hab's. Nur da muss es halt noch ein bisschen getestet werden. Ich finde die Phase extremst übertrieben, aber man darf sich nicht dagegen stellen. Von der Technik her, ich kann Ihnen das natürlich zeigen, wie gesagt, hier ist die Woche, ja, und geht alles, beides noch nach oben und nach unten, gehen voll auf die Bänder, alles negativ, MACD, Stochastik, alles negativ, wir gucken mal in den Tag rein und beim Tag sieht es so aus, den muss ich hier ein bisschen zurückfahren. Das obere Band, das der Bewegung entgegengesetzt, ist lediglich in der Horizontalen. So schick die Horizontale manchmal ist, in diesem Fall bringt mir das gar nichts. Die muss nach unten gehen, das Band muss nach unten gehen, das tut es noch nicht. MACD stabilisiert sich, Stochastik stabilisiert sich, aber kein Kaufsignal, nichts dergleichen. Vom Chart her haben wir das letzte, sagen wir mal, richtig große Zwischentief unter 11.800 unterboten. Nicht schön.
Und wir liegen ganz kurz hier. Es gibt für mich eine, letzte Woche war es die 11.606 Marke, die ist recht wichtig und ich habe jetzt diese hier, die liegt, ich mache hier mal den, das Faden kurz rein, die liegt im Moment hier bei 11.283. Das ist ein Punkt vom Chart her, aber das ist völlige Makulatur, das müssen Sie einfach begreifen, es hat keinen Sinn, Sie können hier alles ansetzen, die LJ-Wellen, von mir aus den Kaffeesatz, was Sie wollen, wenn jetzt übers Wochenende, wir haben jetzt Samstagabend, übers Wochenende irgendein Land kommt mit einer nochmal erhöhten Zahl oder einem anderen Stamm von diesem Virus, ja, dann ist das hier Makulatur, wir machen gleich am Montag mit 5% tiefer auf. Deswegen also größte Vorsicht, wer keine Aktien hat, das war auch der Tenor am Mittwoch, kann ja gerne mal so für 5 oder 10% dessen, was er sich vornimmt, hier welche kaufen. Das ist in Ordnung. Aber Sie müssen genauso damit rechnen, wie der Markt mal 5 oder 10% innerhalb kürzester Zeit ganz brutal nach oben wegzieht, müssen Sie auch damit rechnen, dass der locker noch hier unten die ganzen Dosen ausfüllt. Ja, weil die Zahlen für die Unternehmen, ja gut, die nutzen das jetzt, also ich bin der Meinung, die nutzen das jetzt aus. Ja, wenn sie irgendwo Mist gebaut haben, da haben sie jetzt eine super Ausrede. Ganz klasse. Ja. Ich halte mich sehr, sehr zurück. Mach nur kleines Zeug und zieh die Stops auch, sobald ich vorne liege, sehr eng ran. Es kann passieren, dass man relativ schnell mal ausgestoppt wird, aber ich hatte auch ein Problem in einer Aktie, denn das ging innerhalb von Stunden 10% runter. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal hier ein paar Scheine, die Sie sich vielleicht mal auf die Watchlist legen können. Zum einen bin ich der Meinung, dass wir hier drunter, unter diesem Punkt, das ist die 10.873, da könnte man vielleicht schon mal anfangen mit sowas hier, 10.743. Das ist im Moment ein 15er Hebel, der kann ganz schnell 30, 60, 80, 100 werden. Das geht in den Märkten. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs mit der Kennnummer GA09KP. Karl Paula. Das wäre eine Möglichkeit. Wir gucken nochmal ganz kurz auf den Put. Und da haben wir sowas hier. Das ist ein 12.789er Schein von Goldman Open End. Das ist die CH0APQ. CH0APQ. Das sind so die Scheine für die Watches. Sie müssen eins wissen, der Abstand von der 200-Tage-Linie zum All-Time-High waren 1.163 Punkte. Das ist auch genau oder ziemlich genau der Abstand von der 200-Tage-Linie zu dem Low, was wir am Freitag gemacht haben. Das mal für die Statistik. Ich möchte daraufhin nicht wirklich irgendetwas ablesen. Die Märkte sind schwierig, die bleiben schwierig, die sind extrem schnell. Es kommt halt hinzu, dass zu Ihrer Meinung, die Sie machen müssen, auch sämtliche Systeme laufen müssen. Hatten wir letzte Woche erneut das Problem, dass das nicht lief. Ich halte mich sehr zurück. Die müssen sich austoben. Es ist nicht die Zeit, um auch irgendwelche Abfanglimite irgendwo reinzulegen, weil es kann ganz schnell gehen, dass das Ding da unten wegknallt. Ganz große Vorsicht ist hier geboten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.